Willkommen zurück zu Decay the Mare. Ja, wir waren zuletzt hier beim Ballrätsel und müssen noch lösen, welche Farbbälle in welches Loch kommen und was dann passiert, weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass Rot immer noch bei Kiss Me irgendwo hier eher hinkommt. Vielleicht auch bei Date Me, ich habe keine Ahnung. Ich pack den nochmal in den vorderen rein, ne? So. Ich weiß nicht, was... Ich weiß jetzt nicht, ob das eine weiße oder eine schwarze Kugel, eine graue Kugel sein soll. Ich pack die mal ans Ende. Und dann probiere ich nochmal aus, ob Gelb da vielleicht reinkommt. Und Dates Me ist jetzt einfach mal grün oder so. Aber es passiert auch wieder nichts. Und ich glaube halt schon, dass die hier irgendwie... Die Farben könnten ja schon irgendwie helfen, ne? Also die Etiketten hier, aber irgendwie finde ich nicht wirklich. Nicht, wenn man hier jetzt schon so viel rumprobiert hat. Und vor allem muss ich mir langsam mal merken, welche Farben ich jetzt schon wohin getan habe. Das ist das Problem. So, Kiss Me, Dates Me, alles irgendwie... Wie sage ich mir Dates? Date. Date, Me und... Ich weiß gar nicht, ob wir Gelb schon mal am Anfang hatten. Gelb, Rot, Grün, Schwarz. Nichts bringt irgendwas. Ich glaube, oh. Ich muss hier mal mir das aufschreiben, glaube ich. So, also. Wir hatten schon Gelb, Rot, Grün. Und im Kasten sieht es immer aus wie Schwarz. Und so sieht es immer aus wie Weiß. Wenn das hier Hinweise sein sollen, wie gesagt, grünes Etikett zu grün, hätte ich jetzt gedacht. Ich packe nochmal den grünen sonst in den letzten Reihen. Wobei das hier ja auch gut zu dem passen könnte. Gut, lassen wir den grünen nochmal, lassen wir den grünen ja nochmal drin. Probieren wir dann lieber nochmal die anderen Farben anders aus. Tauschen wir sonst nochmal Rot und Gelb vor allem. Und machen nochmal den weißen, ich glaube, da hatten wir den oder den schwarzen auch noch nicht drin. Nee, lass mal gut sein hier, komm. So, verwenden, den nochmal da rein und den gelben nochmal nach hinten hatten wir auch, glaube ich, noch nicht. Okay. Rot, schwarz, grün, gelb. Nicht, dass ich die dann immer nochmal ausprobiere, die Kombis. Also, könnte man denn nochmal ausprobieren? Rot lasse ich mal hier vorne. Den grün vielleicht nochmal nach hinten und schwarz und gelb nochmal tauschen, obwohl ich das, glaube ich, auch schon auf jeden Fall hatte. Aber man weiß ja nie. So, dich nochmal nach hinten hin. Es nervt ein bisschen, dass man auch immer nochmal ins Inventar muss und die jetzt Bälle nicht einfach hier so zur Verfügung hat und die einfach immer nur nehmen muss. Das ist ein bisschen doof. So. Rot hatten wir jetzt schon zweimal vorne. Dann hatten wir Gelb, Grün, Schwarz. Hm. Liebe Leute, was wollt ihr von mir? Ich tausche jetzt Schwarz und Grün nochmal. Und zwar den hier hin und den Grünen ans Ende. Ach, ärgerlich. Aber ich meine, das hatten wir auch das letzte Mal schon ausprobiert. Gelb, Schwarz und Grün. Oh Mann, oh. Hm. Rot hatten wir schon zweimal vorne. Was wir jetzt noch nicht gemacht hatten, ist Grün hier reintun. Obwohl ich mir schwer vorstellen kann, dass das stimmt. Wir packen nochmal den Schwarzen hier rein. Rot, Schwarz. Und dann hatten wir Grün, Gelb. Wir hatten aber noch nicht Gelb-Grün hier getauscht. Das heißt, der Grüne dann nochmal ans Ende und dann nochmal Gelb hier hin. Leider auch nichts gebracht.
Gott, was verstehe ich denn jetzt hier nicht? Ich meine, schwarze Schrift würde auch gut hierhin passen. Ich nehme mal den gelben raus und packe den schwarzen mal hier hin. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Weil wir hier so eine schwarze Schrift haben, den grünen dann hier am Ende. Den roten vorne, rot, gelb, schwarz-grün hatten wir das schon, rot, gelb, schwarz-grün, ja, hatten wir auch schon. Doof. Dann den schwarzen vielleicht nochmal, dann hier hin. Rot, schwarz, grün, gelb hatten wir bisher nur. Vielleicht jetzt nochmal, ach, rot, schwarz, gelb, grün hatten wir ja auch schon gerade. Die Krise hier mit den blöden Bällen. Dann packe ich jetzt noch mal gelb nach vorne. Gelb hatten wir so gut wie nie vorne. Wir hatten schon gelb, rot, grün, schwarz. Ich mache mal gelb, schwarz. Und... nee, wir machen mal anders. Genau, ich packe den roten mal gelb, rot. Grün-Schwarz hatten wir und jetzt machen wir mal Schwarz-Grün. Das könnte gut hinhauen von den Farben hier. Aber warum tut sich denn hier nichts? Das wäre jetzt doch eine super Kombi gewesen. So. Scheiße. Gelb, Rot, Schwarz, Grün. Was wollen die denn? Oder passiert jetzt hier vielleicht gar nichts? Wenn man einen Gegenstand in jedes Loch legt, ja... Hey, toller Tipp. Noch ein Tipp, bitte. Du musst einen Hinweis für dieses Rätsel finden. Vielleicht gar nichts von diesen Etiketten? Vielleicht ganz woanders? Den Hinweis, vielleicht finde ich den gar nicht hier? Wenn wir mal einfach woanders jetzt hinlatschen. Was sagt dann unser Fragezeichen? Hey, Fragezeichen, komm mal. Komm mal vorbei. Okay, das Fragezeichen will nicht kommen. Kein Fragezeichen möchte kommen. Okay, dann nicht. Dann werde ich weiterhin die richtige Kombi ausprobieren, oder? Ich meine, die müsste doch wenigstens per Zufall irgendwann mal kommen. Hm. Mal hier mit der Taschenlampe reinleuchten. Oder wenn wir den Zeitumkehrer hier auch überall nochmal so verwenden. Vielleicht bringt das ja was. Nichts passiert, okay. Aber woanders vielleicht? Jetzt, wo wir wissen, dass wir Hermine spielen können? Spielen wir doch nochmal Hermine überall. Wo geht? Zum Beispiel. Nichts passiert. Toll. Hm. Moment, vielleicht in dem Rätsel. Vielleicht ist da ja rauszuerkennen. Mit dem ins Dunkel bla bla blups. Das ist meine Lupe. Da. Vielleicht findet man ja da drin in dem Text die Lösung. Der Mann war von einer Welt der Finsternis. Vielleicht fängt es ja mit Schwarz an. Oh. Schwarz. Nehmen wir mal Finsternis für Schwarz. Das Messer mit einem grünen Griff. Haha, okay. Ja, warum nicht gleich so ein grüner Griff? Aufgestellt, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Okay, dann kommt Gelb. Und dann kommt nämlich das Blut, ne? Wie rotes Blut. Seine Wehren waren auch, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Ach nee, warte mal, dann kommt noch einer davor. Grüner Griff. Finsternis. Ja, dann kann ja nur... Seine Wehren waren aufgeschlitzt, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Also dann... War hier nicht noch was mit Blut? Hatte ich noch was mit Blut gelesen? Ja, dann nehmen wir nochmal Rot und dann Gelb, weil... Ich dachte, hier kommt noch irgendwas mit Blut. Ich denke, das wird die Lösung sein. Sorry, hab ein bisschen gebraucht anscheinend.
Aber ich hatte ja noch gesagt, es könnte für ein Rätsel sein. Aber hätte ja auch für ein späteres Rätsel sein können. Aber nein. Kriegen wir hin. Kriegen wir gebacken. Mit Schwarz haben wir auch tatsächlich... Nee, wir hatten noch gar nicht mit Schwarz angefangen. Stimmt. Schwarz hatten wir noch nicht so wirklich. So. Ja, unser Ballding. Wir packen wieder unsere Bälle rein. Schwarz. Grün. Ja, jetzt ist die Frage halt, ob jetzt rot oder blau, wollte ich gerade sagen, kommt. Oder dann gelb. Aber ich denke schon, so passt schon, ne? Yay, okay. So schnell kann es gehen. Farbenrungenschaft. Und ein Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? TV. Also da kriegen wir bestimmt einen Raum, dann können wir uns die Kassette angucken. TV. Da ist irgendeiner der verschlossenen Räume bestimmt ein... Ja... Filmguckraum. Und dann können wir uns den Videoscheiß angucken und ich warte auf den Erschrecker. So, ich weiß jetzt nicht, ob das der Raum ist. Es ist der Raum, okay. Ach, ja, schön. Ich bin leicht panisch. Aber okay, wir gucken uns das mal an hier. Ja, dann... Der schlimmste Film aller Zeiten kommt jetzt. Haltet euch fest. Italia Violento präsentiert. Ein Film von... Lucio Frizzi. Zombie of the Dead. Dass der schlimmste Film wird. Das ist unfair, dass der Film jetzt nicht kommt, sondern man jetzt hier irgendwas machen muss. Kannst du bitte weiterspulen oder Play drücken? Aha, wir spulen mal. Wir können nicht weiterspulen, wir können auch nicht pausen, wir können nur zurückspulen. Wir noch weiter. Also ich glaube, das hängt mit diesen Symbolen zusammen. Ich notiere die mir gleich mal. Dreieck und dann kommt hier dieser Stern. Den kennt man ja schon. Und der Mond und wieder ein Dreieck. Okay. Naja, ich mache es mal so, wie es hier steht. Wer weiß, wozu es... Ich habe es jetzt so nebeneinander gemacht. So. Okay. Zombie of the Dead. Spannender Film. Mega gruselig. Aber es kommen 100 pro nach dem Film jetzt irgendwelche Schrecker. Wir sind schließlich in einem merkwürdigen The Ring verklatscht. Oh, was haben wir denn hier? Ein Brecheisen. Geil, dann können wir das Metallding und eine Münze aufmachen. Was machen denn diese Münzen hier überhaupt immer? Ich weiß es auch nicht. Aber wir haben eine gefunden. Yeah. Wir müssen jetzt in diesen anderen Raum wieder zurück. Hier, ach, wir sind schon da. Hier. Passiert was. Unsere Tasche wieder. Sam, da unten ist jemand. Manchmal können wir ihre Schreie hören. Es ist echt traurig. Ich wünschte, ich könnte mit ihr reden, aber ich kann sie nicht finden. Ich werde versuchen, sie zu finden. Ich verspreche es. Was ist mit dir passiert? Warum bist du hier? Naja... Ich und mein Vater Jack saßen beim Abendessen und dann schlief er ein. Ich glaube, dann schlief ich auch ein. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Hat deine Mutter dich und deinen Vater einschlafen lassen? Vielleicht. Ich werde versuchen, sie zu finden, ich verspreche es. Danke. Und Sam, wenn du meine Mutter triffst, bitte, bitte, bitte tu ihr nicht weh. Versprichst du das? Ich verspreche es. Danke, Sam. Tschüss, Tasche. Wiedersehen, Sam. Das ist merkwürdig, diese Tasche.
Okay, wir können auch weiter wieder mit ihr reden. Sinna, ohne mein Hirn, wir schreien echt traurig. Okay, gut, dann ciao. Tschüss, Tasche. Dann wollen wir mal hier unten hingehen. So ein Brecheisen lässt sich das bestimmt jetzt machen. Ja, in einem Gruselspiel runtergehen. Ja, wir wollen in den gruseligen, dunklen Schacht klettern. Natürlich wollen wir das. Hm, was ist das? Ha! Was hätte ich's nicht geahnt. Also. Dreieck. Stern. Oh, das war schon richtig. Stern. Mond, Dreieck, ne? Ja. Symbole. So, dann kann man da rein. Aber ich möchte erstmal noch kurz geradeaus. Verschlossen. Mysteriös. Aha. Ist das auch eine Münze? Ist das eine Münze? Ist jeder... Jeder Klumpen Dreck kann eine Münze sein. Shit. Was ist das eigentlich für ein gruseliger Scheiß hier, ganz ehrlich? Okay, ich drehe mich nochmal... Was ist das? Okay, ich drehe mich nochmal um. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Und das ist bestimmt die Messerspitze. Messerklinge. Yeah, jetzt können wir den Typen aufschlitzen. Naja, das war ja mein erster Gedanke bei dem Rätsel. Aber was ist das für ein Schlüssel? Steht aber auch nichts drauf. Die untersuchen wir nochmal hier. Die Klinge. Gut, können wir auch nichts machen. Dann kombinieren wir die mal mit dem Messerschaft. Hier kombinieren Messergriff. So, jetzt haben wir das ganze Messer zusammengebaut. Das war echt schwierig. Und dann gehen wir zurück. Das Messer. Errungenschaft. Ja, wir gehen wieder nach oben und werden erschreckt. Bestimmt. Können wir der Tasche was tun? Können wir die Leiche jetzt runterholen? Bestimmt, ne? Weil wir haben doch jetzt das Messer. Können wir den mit einem Seil runterholen? Weißt du? Mhm. Können wir das machen? Verwenden. Das kann hier, ich kann ich hier nicht verwenden. Okay. Dann gehen wir wieder. Dann müssen wir ja nicht hier oben rumhängen. Können wir die Tasche vielleicht irgendwie? Nee. Gut, aber der Mutter sollen wir nichts tun. Das wird schwierig. Bestimmt verfolgt uns das Vieh noch irgendwie oder so. Wer weiß. Wir haben hier auch sehr viele Türen. Nee, ich glaube, da muss ich jetzt gerade nicht nochmal rein. Aber waren einige Türen, die zu waren, verschlossen waren, ganz am Anfang. Vielleicht können wir die mit diesem Schlüssel aufmachen. Ne? Das wäre eine Idee, du. Ne, ich will hier doch gar nicht hin. Was soll denn der Scheiß? Wohin, wohin? Was weiß ich, ist er runter? Was soll ich denn hier unten jetzt? Oder soll ich hier irgendwas... einsammeln. Ne, ich soll tatsächlich... Ja, okay, dann gehen wir nochmal runter. Ich war zwar erst unten, aber... Ach so, der kleine Schlüssel ist vielleicht für da. Ja, okay. Auf die Idee bin ich natürlich auch nicht gedacht. Das wäre jetzt für eine Tür. Aber es stimmt, es sind diese kleinen Schlüssel für diese kleinen Schlösser. Oh, Blumen. Warum geht die Person jetzt nicht rein? Auch merkwürdig, oder? Jetzt haben wir das hier aufgemacht und können nicht reingucken. Doch, wir können bestimmt. Vielleicht mit der Lupe oder so, oder? Nein, aber vielleicht mit dem Zeitumkehrer. Ganz verrückt. Die wachsen da nichts passiert. Okay, dann vielleicht mit der Schaufel. Mit der Schaufel! Können wir hier was graben. Und haben die Blumen kaputt gemacht. Eine Leiche. Das ist die Mutter. Tori. Tori. Ich habe dich schon lange in deinen Träumen verfolgt. Du bist diejenige, die mich verfolgt hat. Warum? Als ich in diesen Träumen herumirrte, gab es niemanden, der mich aufwecken konnte. Schließlich versank ich in einen so tiefen Schlaf, dass mein Körper nicht länger durchhalten konnte.
Also, das Monster, du, hast nur versucht, mich aufzuwecken? Ja, ich habe versucht, dich aufzuwecken, bevor es zu spät ist. Das ist doch verrückt. In meinem Kopf herrscht das Chaos. Warum tut uns Jerazik das an? Darauf gibt es vermutlich keine einfache Antwort. Vor einigen Jahren hat sie schon ihren Sohn und ihren Mann umgebracht. Der Junge in der Tasche. Ja, und Jack Roth, der kopflose Mann, der ziellos durch unsere Träume wandert. Als Jack versucht hat, sie zu verlassen, tat sie ihnen das an, was sie mit dir und Raphael angetan hat. Ich blick nicht mehr durch. Sie gab ihnen Drogen, um sie zu kontrollieren. Am Ende starben sie. Ich glaube, sie hat uns hergebracht, weil wir einsam waren. Wo in New Jersey liegt Reaching Dreams? Sind wir in Newark? Ich weiß es nicht. Wir müssen es herausfinden. Wir? Verstehst du nicht? Ich bin fort. Raphael ist fort. Nur du bist übrig. Wenn du dich umdrehst, wirst du eine Treppe sehen, die zum Licht führt. Jerazik ist jetzt dort. Lass nicht zu, dass sie dich hier... Lass sie dich hier festhält. Oh. Nein, wir wollen natürlich nicht für immer in Reaching Dreams bleiben. Wir werden alles tun, um hier rauszukommen. Und ich habe die Errungenschaft Tori bekommen. Oh, das ist gruselig. Okay, das ist hier so ein... Okay, können wir das hier genauer in Anschein nehmen? Nein. Können wir nicht vielleicht nochmal mit der Lupe angucken? Ich glaube auch nicht, dass man jetzt nochmal was machen kann, aber... Ja, okay, dann. Das war also Tori. Und das ist... Und das sieht jetzt auch alles ganz anders hier aus. Ganz komisch, ne? Dass das hier sich so verändert immer. Ja, wir wollen hineingehen. Die Treppe des Lichts. Na dann. Bleibt uns auch nichts anderes übrig. Das war wieder das Ring-Ding. Und wir wachen wieder in unserem Bett auf. Und gucken wieder in unseren Schrank. Irgendwann kommt da was rausgesprungen. Da ist nichts drin. Und was ist das hier oben? Können wir da... Ach nee, wir haben unser Inventar wieder nicht, weil wir wieder in der normalen Welt sind. Das ist bestimmt Jerazik. Raphael ist tot und Tori ist tot. Du musst diesen Wahnsinn beenden, Jerazik, und mich freilassen. Er sagt nichts. Du hast sie alle umgebracht, Tori, Raphael, Jack und diesen Jungen. Öffne die Tür und lass mich raus. Dieser Schlüssel wird die Vordertür öffnen. Nimm ihn und geh. Schlüssel nehmen, Messer benutzen und Schlüssel nehmen. Wir nehmen einfach mal nur den Schlüssel. Ich gehe nach New York und die Polizei wird bald hier sein. Beende diesen Wahnsinn und bleibe hier, bis die Polizei kommt. Wenn du gehst, werden sie dich trotzdem finden. Es ist vorbei. Na, ob das reicht? Wir haben ihn nicht getötet. Oh nein, jetzt hat er uns erschossen von hinten. Naja, so ein Mörder. Vielleicht hätten wir ihn doch lieber mit dem Messer kalt machen sollen. Oh nein, Studenten weiterhin vermisst. Oh nein, das ist jetzt so ein schlechtes Ende. 3,5 Jahre have passed since 3 American students vanished during a field trip in Warsaw, Poland. If you have any important information related to the disappearance of these students, please contact your local police department immediately. Schlechtes Ende ist die Errungenschaft. Wir haben also ein schlechtes Ende. Wenn ich kann, werde ich jetzt die Episode nochmal spielen, weil es war jetzt nicht viel, was wir machen mussten. Und dann nochmal das Messer verwenden bei dem Killer. Hätte auch sein können, dass es schief geht, weil wir das Messer benutzen. Aber klar, das war uns von hinten irgendwie. Der lässt uns ja nicht einfach rauslaufen. Aber ich dachte, der bringt uns jetzt vielleicht nochmal in eine Falle oder so. What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. Okay, Meister des Verfalls. Das war jetzt die weitere Episode, die zweite. Was ist denn jetzt mit der nächsten? Oh, was haben wir denn hier? Das sind jetzt irgendwie unsere Errungenschaften oder so?
Wenn ich jetzt... Warum können wir jetzt nochmal mit ihr reden? Können wir das vielleicht nochmal machen? Das wäre natürlich super, wenn wir an der Stelle jetzt einfach nochmal spielen. Was haben wir dann? Das ist doch verrückt in meinem Kopf und die Ratzig und der hat sie alle umgebracht und ich mache das mal ganz schnell und dann werden wir gleich nochmal das Messer benutzen. Ich habe keine Ahnung, ich habe hier blind geklickt, weil ich schon wieder die blöde Kamera vor dem Kram habe. Egal, wo ich sie hinpacke, sie ist ja immer falsch. So, warte, nochmal sie angucken. Dann ja, ganz schrecklich. So, jetzt gehen wir nochmal zu ihm hoch. Aber die Frage ist auch, wo waren jetzt all die anderen Münzen? Ich finde die immer alle gar nicht. Guck doch schon immer hin, wo die blöden Münzen sind. Man muss von Anfang an gucken, aber das habe ich eigentlich auch gemacht. Hm, ganz tolle Wurst. Uns nochmal hier umdrehen, ist hier aber auch eigentlich nichts. Nee. Man findet sie, meine ich, auch, glaube ich, gar nicht in der normalen Welt, sondern in der schlechten halt. So, Wahnsinn beenden. Ratzig, lass mich gehen. Du hast sie alle umgebracht. Öffne die Tür. Ja klar, lässt einen natürlich einfach gehen. Schlüssel nehmen, Messer benutzen und Schlüssel nehmen. Das machen wir jetzt mal. Alles, was ich da draußen sehe, ist ein Wald. Wie komme ich von hier aus nach New York? Ich lasse dich nicht gehen. Bringt er einen so oder so um? Du kannst nicht gehen. Oh mein Gott. Wo sind wir? Jeratzig, sag es mir, du brauchst einen Krankenwagen. Ich muss ein Telefon finden. Wann will er dir denn jetzt helfen? Er hätte ihn doch sonst getötet. Es gibt hier keine Telefone. Wie komme ich von hier aus nach New York? Sag es mir, ich muss ein Krankenhaus finden. Du warst so lange hier, dass du den Heimweg vergessen hast? Wie lange waren wir hier, Jeratzig? 100 Jahre. Sag es mir, wie lange waren wir hier eingesperrt? 3 Jahre. Okay, das ist wirklich eine lange Zeit. 3 Jahre? Ich weiß nicht mal mehr deinen... Wie kennen die sich jetzt irgendwie? Deinen echten Namen? Sind die jetzt irgendwie nett zueinander? Was meinst du, mussten wir ihn erst mit dem Messer angreifen, damit er nett wird? Dein Name, ich habe deinen Namen vergessen. Sam. Wenn du das sagst, nicht, dass es von Bedeutung wäre. Von Bedeutung wäre. Okay. Voll das dramatische Ende dafür, dass der uns... Oh, sie ist aber auch da. Das Ende ist aber echt cooler. Auch wenn die Kamerafahrt leicht ruckelt gerade, was ich nicht verstehe. Aber okay. Was ist jetzt? Personen vermisst? Nein. Es wurden 3 Personen... Just outside Warsaw in Poland. A 25-year-old man who belonged to the group of 3 people 3 years ago who disappeared during a field trip to Warsaw in Poland has been found alive. The 2 others, a woman and a man, have been found dead. A 3rd woman in her 60s was also found dead. The police are refusing to comment on the relation between the elderly woman and the students at this point. Psychiatrist Jerzyk Roth, already wanted in the United States for the murder of her husband and the disappearance of her son in the early 90s, is believed to have drugged the students and locked them in the house on the outskirts of Warsaw. For 3 years, she held the Newark students captive. It was when one of the students managed to escape that the story reached its conclusion. Despite the fact that the 25-year-old male student was able to point out the bodies, it proved to be incredibly difficult to identify them, as the names mentioned to the police could not be linked to any missing persons in Poland. It was only when the American Embassy in Warsaw saw a connection between the bodies and the vanished American students that they realized it was the missing student, Nicholas Jensen, who was the survivor. For unknown reasons, he introduced himself as Sam Eldridge. The female student he called Tori is believed to have died 2.5 years earlier, after being locked up for 6 months. She was found buried underneath the house.
The third student took his own life just before Jensen managed to escape. Yerizig Roth was also found dead at the scene. It is believed that she died in connection with Nicholas Jensen fleeing from the house. Happy End. So, jetzt haben wir das gute Ende erreicht, aber ich blick nicht mehr durch, diese ganzen Namen und die Leute. Und er war jetzt auch irgendwie jemand ganz anderes, dieser Jack oder wer auch immer. Und er war jetzt eigentlich auch selber böse? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, ich muss mir das selber hinterher nochmal durchlesen. Echt strange und verwirrend. Aber okay, jedenfalls wurden die Leichen gefunden. What is a friend? Und er erzählt wahrscheinlich jetzt nochmal dasselbe, oder? So. Ja. Und damit ist das Spiel beendet, nehme ich mal an, weil der Fall ja irgendwie gelöst wurde, oder? War das jetzt schon wieder die dritte Episode und nicht die zweite? Ich weiß es gerade nicht. Ich lass mal hier kurz das durchlaufen. Frag mich, ob Decay the Mare damit beendet ist. Ich glaube aber schon. Falls es noch eine Episode gibt, spiele ich sie natürlich. Und falls nicht, dann... Ich wüsste auch nicht, wie es jetzt noch besser enden sollte. Ich werde das jetzt tatsächlich mal hier kurz lassen. Und frag mich... Ich mach mal kurz wieder die Kamera woanders hin, damit ich sehen kann, ob wir noch was weiteres spielen können oder nicht. Bis gleich. Spielt ja keine Rolle, wo ich sie hinpacke. Wir können natürlich auch fortfahren jetzt drücken. Die Frage ist nur, ob wir dann wieder an derselben Stelle sind, wo wir vorher waren. Wenn wir ein neues Spiel machen, wollen wir wahrscheinlich alle Episoden nochmal spielen, nehme ich mal an. Ja, also bei Fortfahren sind wir einfach wieder da, wo wir vorher waren. Das bringt uns nicht viel. Man könnte nochmal die restlichen Münzen, und ich habe keine mehr gefunden, aber ich werde sie vielleicht sonst nochmal einsammeln. Falls ihr welche unterwegs gesehen habt, die ich nicht gesehen habe, sagt mir einfach Bescheid. Jetzt nicht von der alten Episode, sondern von der, die wir jetzt gespielt hatten. Alles etwas strange hier, muss ich sagen. Echt creepy zum Teil. So, ich verlasse das Spiel mal. Lass die Credits durchlaufen und bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle. Wie gesagt, mit den Personen und wer jetzt wen umgebracht hat. Gut, es war der Jerazik am Ende und er selber war der Reporter irgendwie. Er hat es ja jetzt noch geschafft, aber war 3 Jahre da, ohne dass er das bemerkt hat. Und ich nehme an, das waren so diese Zeitsprünge, die wir hatten. An sich ein interessantes Spiel. Also es hätte für mich jetzt auch auf jeden Fall noch weitergehen können. Ich finde, jetzt baute sich erst so der Spannungsbogen so langsam erst auf, dass man Bock hat, finde ich, irgendwie noch mehr davon zu erfahren. Aber gut, wenn der Fall aufgeklärt ist, ist er aufgeklärt. Das braucht man dann auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es war dafür, dass es von Telltale war, nicht zu erkennen, finde ich, weil man von Telltale ja eher so diese Point-and-Click-Spiele eher kennt und nicht sowas, aber war, finde ich, zur, ja, gerade für so als Weekend, so als Weekend-Game gar nicht schlecht. Ja, alles so, gerade mit dieser Musik, gerade so ein bisschen melancholisch und so angehaucht, aber gut, ist ja auch eine düstere Geschichte, wenn die da so unter Drogen gesetzt wurden, deswegen wusste wahrscheinlich das Kind auch nicht, ja, meinte er, es sei eingeschlafen, das war das Ding aus der Tasche. Und hat es wahrscheinlich nicht bemerkt, weil sie dann unter Drogen gesetzt worden. Ist schon eigentlich ein krasser Hintergrund für so ein Spiel. Weiß gar nicht, ich glaube, das war auch ab 18 oder ab 16. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob da was beistand, ab wie vielen Jahren. Ist ja auch wurscht, denn jeder weiß, dass solche Sachen... Ja, ich meine, prinzipiell kann sowas natürlich auch wirklich passieren, aber darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken. Ist ja immer noch ein Spiel, aber dafür düster genug und realistisch genug angehaucht, bis halt auf, naja, dass da auf einmal eine Leiche auftaucht. Und letztendlich sollte es ja auch darum gehen, dass er da ist, weil er selber unter Drogen ist. Und ich finde, wenn man mal bedenkt, dass man am Anfang sich so Gedanken gemacht hat, eher so, was den ganzen Drogenmissbrauch angeht und so, dann finde ich, hatte das Spiel jetzt nicht mehr so viel mit diesem Thema zu tun. Nur noch entfernt, dadurch, dass man wusste, dass Jerazik, der ja dann doch eine Frau war, aber es sah am Ende aus wie ein Mann. Das hat mich jetzt auch irritiert, dass da irgendwie ein Mann stand und es sollte aber eine Frau sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die war ja dann die Killerin oder hä? Die hatte ja dann ihre Opfer unter Drogen gesetzt und vielleicht dann halt auch unseren Reporter, der dann natürlich auch am Ende sterben sollte, falls man das schlechte Ende, wie ich, ohne Messerangriff dann auswählt.
Ja, dann kann es einem auch so ergehen. Ansonsten finde ich, hatte das Spiel mit der Thematik gar nicht mal so viel mehr zu tun. War aber, wie gesagt, trotzdem spannend und vorstellbar, dass da jemand ist und die da alle irgendwie hinbringt. Aber dass 3 Jahre vergehen oder dass man es merkt, gut, okay. Ich überlasse es eurem Urteil und freue mich auf euer Feedback und einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Ich kümmere mich selbstverständlich um mein nächstes Weekend-Game und finde es cool, dass wir Decay the Mare einfach mal durchgezockt haben. Falls jemand eine sinnvolle Übersetzung für das Spiel findet, das würde mich auch freuen. Decay the Stute würde nicht viel Sinn machen. Aber, ja. Gut. Ja. Hört euch weiter die melancholische Musik an. Lasst eure Gedanken nochmal schweifen über diesem tollen, interessanten Spiel. Ich trinke meinen Kaffee zu Ende, der jetzt wahrscheinlich kalt ist und es ist eklig, aber okay, ich werde ihn nicht mehr trinken, es ist eklig. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Danke fürs Zuschauen und bis dann.